Wer trägt die Schuld? Gut, also es sicherlich erstmal haben Leute spekuliert, weit jenseits jeder Vernunft. Diese Krise war häufig angekündigt, das war nicht überraschend. Gleichzeitig ist es so, dass man einzelnen Leuten nicht einfach die Schuld geben kann, sondern klar sagen muss, da sind auch die politischen Regeln nicht beachtet worden. Also das heißt, in den Banken wurden riesige Risiken aufgehäuft, natürlich unter dem Anreiz von absolut verrückten Bonis, die nur an der kurzen Frist orientiert waren. Umgekehrt aber gibt es ja eine Bankenaufsicht, die genau das eigentlich verhindern sollte. Die hat es aber nicht gemacht, weil die einer Logik folgte, man muss eigentlich so freie Finanzmärkte wie möglich haben und hat nicht so scharf hingeguckt, wie das möglich war. Umgekehrt, Politik hat die Spielregeln und die Möglichkeiten für Banker, Risiken einzugehen, immer weiter erhöht. Es wurden immer weitere Finanzprodukte zugelassen, die immer komplizierter waren. Auch das hat natürlich dann im Rückkehrschluss auch wieder die Arbeit der Kontrolleure erschwert. Es war also eine Kombination aus Marktversagen und aus Politikversagen. Deshalb ist auch dummes Zeug zu sagen, es sind nur Banker schuld oder, wie die FDP das macht, nur die Politik war eigentlich schuld, sondern man sieht sozusagen, es kommt auf den richtigen Mix zwischen Kräften im Markt und Kräften in der Politik an. Steueroasen waren wie bei allen dreckigen Geschäften extrem wichtig, weil die den Raum der Intransparenz geboten haben. Also die toxischsten Papiere wurden praktisch in Zweckgesellschaften in den Steueroasen verwaltet, waren damit auch in vielen der Staaten der Bankenaufsicht entzogen, obwohl die Banken selbst dann doch wieder letztlich hafteten für die Risiken, die dort verborgen waren. Deshalb sind die Steueroasen ein zentrales Puzzlesteinchen in dieser ganzen Krise. Die Bundesregierung hat so viele handwerkliche Fehler gemacht, dass das den Rahmen dieses Beitrags hier sicher sprengt. Also der schlimmste Punkt dabei aus meiner Sicht ist der Fehler, die Maßnahmen europäisch abzustimmen. Sondern Deutschland versucht im Grunde die Krise alleine zu lösen und relativ wenig sich mit den gerade schwächeren Ländern in der EU abzustimmen. Und das geht überhaupt nicht, weil derzeit die spekulativen Attacken gegen den Euro nehmen ständig zu. Und wenn Deutschland nicht bereit ist, zusammen mit den anderen stärkeren Ländern in der Eurozone, dass die Europäische Union auch ökonomisch zusammenzuhalten und dort sozusagen solidarische Lösungen zu finden, dann versündigen wir uns in dieser Krise an der europäischen Integration. Also als Teil von unserem grünen New Deal gibt es eben eine Säule und diese Säule ist die Regulierung des internationalen Finanzsystems und da gibt es sozusagen, dass im Zentrum des Ganzen steht, dass eben Banken und alle bankähnlichen Finanzakteure wieder streng reguliert werden müssen. Die müssen insbesondere genug Eigenkapital haben, damit, wenn sie Risiken eingehen, nicht die öffentliche Hand dafür gerade stehen muss. Sie müssen außerdem verpflichtet werden, Anreizsysteme zu schaffen für ihre Manager, genauso wie für Investmentbanker, dass eben sie sich an der langen Frist, also der langen Frist des Unternehmenserfolges orientieren und nicht an der kurzen Frist. Und wir wollen natürlich die Steueroasen schließen. Dazu haben wir detaillierte Konzepte gemacht, wie das auch umsetzbar ist. Und was zentral ist, die internationalen Ungleichgewichte, gerade innerhalb Europas, müssen ausgeglichen werden. Deutschland kann nicht riesige Exportüberschüsse anhäufen, während andere Länder sich bei uns strukturell verschulden müssen. Da muss ein gemeinsamer sozusagen Ausgleich zwischen den verschiedenen Staaten in der Europäischen Union her.